Der Verein Einfach Gemeinsam wurde am 29. Oktober 2019 gegründet. Ein Verein für Menschen mit und ohne Behinderung und chronischen Erkrankungen. Ein Hauptziel des Vereins ist es, gemeinsam durchs Leben zu gehen. Egal, ob man eine Beeinträchtigung hat oder nicht. Es sollte normal sein, dass Menschen mit und ohne Behinderung miteinander leben und nicht nebeneinander. Wir haben unseren Treff in der Wensberger Straße 180 eingerichtet. Leider können wir aufgrund der aktuellen Lage kein geregeltes Vereinsleben leben. In 2020 haben wir ein paar Unternehmungen nach den Geld- und Hygieneregeln unternommen. Trotz Corona ist unsere Mitgliederzahl auf 52 angewachsen. Und Corona ist auch das heutige Thema. Ich darf vorstellen, Dr. Werner, Internist und Kardiologe aus Kürten. Er wird uns jetzt ein paar Sachen zu Corona erzählen und im Anschluss auch ein paar Fragen beantworten. Vielen Dank für die Einführung und die Einladung. Mein Name ist Jan-Philipp Werner. Ich bin hausärztlich tätiger Internist in Kürten-Bürscheid und möchte Ihnen jetzt eine Übersicht über die Covid-19-Erkrankung geben. Erstmal was allgemein zur Erkrankung erzählen, zur Prävention und dann natürlich vor allen Dingen auch zur Impfung. Der SARS-CoV-2-Erreger ist ein neuartiges Wetter-Coronavirus, das Anfang 2020 als Auslöser von Covid-19 identifiziert wurde. Coronaviren sind unter Säugetieren und Vögeln weit verbreitet. Sie verursachen bei Menschen vorwiegend milde Erkältungskrankheiten, können aber mitunter auch zu schweren Lungenentzündungen führen. Der Eintritt des Virus in die menschliche Zelle ist der sogenannte ACE2-Rezeptor, der in vielen Organen im menschlichen Körper vorkommt. Dazu gehören vor allen Dingen der Atemwegstrakt, der Darm, die Gefäßzellen, die Niere, der Herzmuskel und auch andere Organe. Ich komme jetzt zu den Übertragungswegen der SARS-CoV-2-Erkrankung. Ist vor allen Dingen die respiratorische Aufnahme virushaltiger Partikel, die beim Atmen, Husten, Sprechen und Singen entstehen. Es gibt unterschiedliche Partikelgrößen und vor allem die kleineren Partikel, die sogenannten Aerosole, die auch dann über Stunden noch in geschlossenen Räumen verbleiben können, sodass dann immer noch ein Infektionsrisiko besteht. Bei stärkerem Atmen und Sprechen hat man auch in der Vergangenheit gesehen, dass vermehrt Partikel freigesetzt werden, wie zum Beispiel beim Schreien oder Singen, unter anderem auch in Kirchen, in Chören oder aber auch bei körperlicher Arbeit und mangelnder Belüftung, wie es zu Ausbrüchen in der fleischverarbeitenden Industrie zuletzt gekommen ist. Wichtig ist, die Übertragung kann sowohl durch asymptomatische, präsymptomatische und symptomatische Infizierte vorkommen. Das heißt, auch Personen, die noch keinerlei Symptome haben, sind in der Lage, das SARS-CoV-2 zu übertragen. Deutlich ansteckender sind natürlich symptomatische Patienten und vor allem natürlich hochsymptomatische Patienten, die im Krankenhaus oder beatmet auf der Intensivstation liegen. Deswegen ist es vor allem wichtig, zur Vermeidung einer Übertragung des SARS-CoV-2-Erregers eine schnelle Isolierung von getesteten Personen vorzunehmen und auch eine frühzeitige Quarantäne von Kontaktpersonen anzuordnen. Die Inkubationszeit des SARS-CoV-2-Erregers liegt so in den meisten Studien so zwischen 5 und 6 Tagen. Das heißt, bis zum Auftreten von Symptomen vergehen in der Regel 5 bis 6 Tage. Der sogenannte Manifestationsindex beschreibt die Anzahl der Patienten, die die Symptome entwickeln im Laufe der Erkrankung, und das sind ungefähr die Hälfte bis 2/3 der Patienten. Das heißt, ungefähr die Hälfte bis 1/3 der Patienten hat keinerlei Symptome.
Die Diagnostik des SARS-CoV-2-Erregers wird mittels virologischer Diagnostik durchgeführt. Es gibt verschiedene Testverfahren, unter anderem die PCR-Testung mittels Rachenabstrich, aber mittlerweile auch die Antigen-Testung in Form von Schnelltesten und demnächst hoffentlich auch die Selbsttestung mittels Schnelltests. Zu den demografischen Faktoren kann man sagen, dass Frauen und Männer in der Regel gleich häufig betroffen sind. Männer erkranken jedoch deutlich häufiger und schwerer und sterben auch vermehrt an dem SARS-CoV-2-Erreger. Die häufigsten Symptome einer Infektion sind mit 40% das Husten, Fieber tritt immerhin noch zu 27% auf, Schnupfen 28%, alle anderen Symptome, die auch die Störung des Geruchs und Geschmacks sind, sind deutlich seltener, so hat ungefähr jeder Fünfte so eine Störung. Es gibt aber weitere mannigfaltige Symptome, sodass eine Zuordnung der Symptome zu einer SARS-CoV-2-Erkrankung schwer möglich ist und viele Patienten auch asymptomatisch sind. Wir sprechen jetzt über die Manifestation der Covid-19-Erkrankung. Dafür wichtig ist, wie gesagt, der sogenannte ACE2-Rezeptor, der in vielen verschiedenen Organen im Körper vorkommt. Die häufigste Manifestation ist im Atemwegstrakt mit grippeähnlichen Symptomen, Husten bis hin zu schweren Verläufen mit Lungenentzündung und auch beatmungspflichtigen Patienten. Das zweithäufigste Auftreten sind neurologische Symptome, also das Nervensystem mit Kopfschmerzen, Schwindel und auch Verwirrtheit, bis hin auch zu schweren Hirn- und Hirnhautentzündungen. Daneben gibt es vor allen Dingen Magen-Darm-Symptome, Übelkeit, Appetitlosigkeit, Erbrechen, aber auch Durchfälle. Auch das Herz-Kreislauf-System kann im Zweifelsfall geschädigt werden. Es gibt Herzmuskelentzündungen, Herzinfarkte oder auch Herzrhythmusstörungen und auch Auftreten von Thrombosen und Lungenembolien. Bei schweren Verläufen kann auch die Niere mit betroffen sein, bis hin zu dialysepflichtigem Nierenversagen, was vor allen Dingen bei beatmeten Patienten beobachtet wird. Jetzt komme ich zu den Langzeitfolgen der SARS-CoV-2-Erkrankung. Da muss man sagen, es ist letztlich noch nicht abzusehen, inwieweit Langzeitfolgen nach einer Covid-Infektion auftreten. Es gibt prospektive Studien hierzu und man kann sagen, dass ungefähr jeder 20. Patient länger als 8 Wochen Beschwerden hat und ungefähr 2% länger als 12 Wochen. Die Dauer der Ansteckungsfähigkeit, die sogenannte Kontagiosität, wird in der Regel so mit 10 bis 12 Tagen angegeben. Ungefähr 10% der Patienten müssen im Laufe der Erkrankung ins Krankenhaus verbracht werden aufgrund der Schwere der Infektion. Und man geht davon aus, dass von diesen Patienten ungefähr 14% intensivmedizinisch behandelt werden müssen, wovon ungefähr 15% beatmet werden. Die Letalität der SARS-CoV-2-Erkrankung ist sehr stark vom Alter und von den Begleiterkrankungen abhängig. Hierzu kann man sagen, dass Patienten im mittleren Alter oder in jüngeren Jahren, also die etwa um die 50-jährigen Patienten, nur eine Letalität von ungefähr 0,1% haben, wohingegen Patienten im höheren Alter, hier sind vor allem die Patienten über 80 zu nennen, häufig zu über 10% versterben.
Zu den Therapien der SARS-CoV-2-Erkrankung gibt es vor allen Dingen unterstützende Maßnahmen, wie bei allen Viruserkrankungen, also zum Beispiel die Sauerstoffgabe oder der Ausgleich von Elektrolyten, also des Flüssigkeitshaushaltes. Man kann Antibiotika geben im Fall einer bakteriellen Superinfektion und man kann die relevanten Grunderkrankungen des Patienten behandeln. Es gibt zwei für die Therapie der SARS-CoV-2-Erkrankung zugelassene Medikamente. Hierbei handelt es sich um ein Virusmedikament, was ursprünglich für die Therapie der Ebola-Erkrankung zugelassen worden ist, was einen schweren Verlauf abmildern kann. Und zum anderen um ein Cortisonpräparat, welches das Immunsystem des Erkrankten runterfährt. Jetzt komme ich zu den Risikogruppen für einen schweren Verlauf einer SARS-CoV-2-Erkrankung. Da haben wir ja schon eben über das Alter gesprochen als ein möglicher Risikofaktor. Das Altersmedian der verstorbenen Patienten in Deutschland beträgt 82 Jahre. Das Alter ist also der Hauptrisikofaktor für einen schweren Verlauf einer Erkrankung mit SARS-CoV-2 und für ein Versterben an dieser Erkrankung. Dann das männliche Geschlecht, welches einen schwereren Verlauf in der Regel nimmt als die Frauen. Rauchen hat insgesamt nur eine schwache Evidenz, das heißt, es ist nicht klar, ob Rauchen zu einem schweren Verlauf führt bei der Erkrankung. Es gibt durchaus auch Daten, die nahelegen, dass das nicht der Fall ist. Übergewichtige und stark übergewichtige Patienten sind häufiger betroffen. Dann das Down-Syndrom, die Trisomie 21. Und andere chronische Erkrankungen wie Erkrankung des Herz-Kreislauf-Systems, schwere chronische Lungenerkrankungen, Nieren- und Lebererkrankungen, auch der Diabetes mellitus als ein wichtiger Risikofaktor. Die Behandlung der SARS-CoV-2-Erkrankung ist insgesamt schwierig. Wir haben noch keine spezifische Therapie, das heißt, letztlich haben wir nur eine Möglichkeit, aus der Pandemie rauszukommen. Und da kommen wir jetzt zu den Impfungen, die erfreulicherweise seit dem 26.12.2020 in Deutschland zugelassen sind. Wir haben verschiedene Impfstoffe, sogenannte, jetzt kommen, ich weiß nicht, Vektorimpfstoffe, geht das, oder? Wir haben verschiedene Impfstoffklassen, in Deutschland zugelassene Impfstoffklassen, im Moment auf dem deutschen Markt zugelassen sind im Wesentlichen drei Impfstoffe. Das ist einmal der Impfstoff von BioNTech Pfizer, dann der Impfstoff von Moderna, der im Moment noch nicht hier im Rheinisch-Belgischen Kreis verimpft wird, und der Impfstoff von AstraZeneca, der eine alte Impfstofftechnik benutzt, ein sogenannter Vektorimpfstoff. Ich glaube, das war es im Wesentlichen. Gut, wir lassen einfach weiterlaufen, die Fragen kommen. Ja, Dr. Werner, vielen Dank. Wir haben bei uns bei den Mitgliedern mal nachgefragt, was die für Probleme, für Fragen im Herzen haben. Also wir werden jetzt ein paar Fragen beantworten. Hat das Impfen negative Wirkungen auf andere Medikamente, insbesondere auf blutverdünnende Medikamente? Nein, das Impfen hat keine negative Wirkung auf Medikamente. Es ist so, dass bei blutverdünnenden Medikamenten natürlich immer ein gewisses Risiko besteht, dass ein Bluterguss auftritt. Die eingesetzten Nadeln sind aber heutzutage so dünn, dass eine relevante Blutung unwahrscheinlich ist. Besondere Frage der blinden und sehbehinderten Menschen. Wie wirkt die Impfung auf Diabetes?
Gerade für Diabetiker ist das Impfen besonders wichtig, weil Diabetiker zu der Risikogruppe gehören für einen schweren Verlauf einer SARS-CoV-2-Infektion. Und gerade für diese Menschen ist es besonders wichtig, dass sie geimpft werden. Nebenwirkungen, die bei anderen auftreten, sind bei Diabetikern nicht zu erwarten. Wie wirkt das Impfen bei starken Herz-Kreislaufbeschwerden und damit verbundenen Medikamenteneinnahme? Kann man sterben? Theoretisch kann man natürlich auch an einer Impfung sterben. Ich kann sagen, ich impfe jetzt seit 15 Jahren in meiner Praxis Patienten und habe bisher Gott sei Dank keinen schweren Verlauf gehabt. Und ein Versterben an einer Impfung über einen in der Regel allergischen Schock, anaphylaktischen Schock, ist möglich, aber dem wird im Rahmen der Impfzentren natürlich medikamentös begegnet und man kann diese allergischen Reaktionen sehr gut therapieren, sodass ein Versterben am Impfen sicherlich deutlich, deutlich unwahrscheinlicher ist als ein Versterben am SARS-CoV-2-Erreger. Okay. Bei welchen Vorerkrankungen sind am ehesten Nebenwirkungen zu erwarten? Im Wesentlichen eigentlich bei Patienten, die zu Allergien neigen, die sagen wir mal eine Rhinitis oder ein Asthma haben, kann es natürlich im Einzelfall zu allergischen Reaktionen kommen. Das würde ich als Hauptproblem sehen. Die nächste Frage: Was passiert, wenn die Beschwerden vom Impfen zu Hause auftreten? An wen wende ich mich dann? Da würde ich sagen, kommt es auf die Schwere der Reaktion an. Im Falle von leichten Reaktionen und abhängig von der Tageszeit sind sich erstmal die Hausärzte gefragt. Außerhalb der Sprechzeiten der Kollegen kann man den hausärztlichen Notdienst anrufen und wenn es natürlich sich um schwere Reaktionen handelt, dann natürlich auch direkt die 112 wählen, also den Rettungsdienst. Und nun schon zur letzten Frage. Habe ich ein Recht auf einen bestimmten Impfstoff? Was ist, wenn man einen Impftermin hat, ihn aber nicht wahrnehme, weil man den Impfstoff ablehnt? Bekommt man einen neuen Termin? Also ein Recht auf einen bestimmten Impfstoff besteht meistens noch nicht. Es wird im Moment natürlich aufgrund der Knappheit der Impfstoffe das verimpft, was an zugelassenen Impfstoffen die Impfzentren erreicht. Ich denke, dass im Laufe der des Jahres durch die Zulassung weiterer Impfstoffe man auch ein Wahlrecht haben wird, aber derzeit werden die Impfstoffe verimpft, die da sind. Vielen Dank. Der Verein Einfach Gemeinsam hat festgestellt, dass es bei der Anmeldung zu den Impfungen sehr viele Schwierigkeiten gibt für eine Reihe von Menschen. Es ist nicht so einfach, sich entweder telefonisch oder auch per Mail anzumelden. Auch ist es für einige Personen nicht so einfach, das Impfzentrum zu erreichen. Aus diesem Grunde hat Einfach Gemeinsam eine Impfbegleitung aufgestellt. Diese Impfbegleitung ist ein abgestimmtes Programm mit dem Rheinisch-Bergischen Kreis. Das heißt, der Rheinisch-Bergische Kreis hat die Hygieneregeln, die aufgestellt worden sind, geprüft und auch bei der Begleitung die Transportmöglichkeiten im privaten PKW auch geprüft und für gut empfunden. Gerade deswegen stehen wir hier mit unseren beiden Dolmetscherinnen, denen ich also sehr, sehr herzlich danke für ihren Einsatz heute. Gerade die gehörlosen Menschen haben immense Probleme bei der Anmeldung und überhaupt bei dem ganzen Impfverfahren. Sie haben ein Anrecht, gehörlose Menschen haben ein Anrecht auf Gebärdensprachdolmetscher. Die Gebärdensprachdolmetscher werden von den Impfzentren bezahlt. Das ist jetzt ganz neu beschlossen worden. Aus diesem Grunde hoffe ich, dass sich gerade dieser Personenkreis an uns wendet, damit wir mit Ihnen zusammen das Impfverfahren durchziehen können.
Das Gleiche gilt für die blinden Menschen, die auch eine Unterstützung brauchen, denn vor allen Dingen bei der Begleitung, denn das Impfzentrum ist nicht 100% ausgerüstet, dass man mit einem Blindenleitweg ganz einfach die Wege finden kann. Dr. Werner, ich möchte Ihnen nochmal ganz, ganz herzlich danken, dass Sie dieses Abenteuer heute mit uns durchgeführt haben. Gerne.